Also, wenn wir uns die Rolle der Muslime in Deutschland anschauen, dann müssen wir leider sagen, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, müssen wir sagen, dann müssen wir uns teilweise schämen für unsere Glaubensbrüder. Ja? Ich denke, es hat kaum einer eine andere Meinung. Aber jetzt müssen wir uns fragen, was sollte denn unsere Rolle sein? Was sollte die Rolle der Muslime sein? Für den deutschen Otto-Normalverbraucher, der würde sagen, ja, die Muslime sollen hier anständige Bürger sein. Nicht kriminell, keinem wehtun und so weiter und so fort. Was sagt der Islam? Der Islam sagt, ja, die Muslime, die sollen anständige Bürger sein. Weil der Islam verbietet dir zu stehlen, der Islam verbietet dir zu vergewaltigen, der Islam verbietet dir zu betrügen, der Islam verbietet dir alle schlechten Taten. Und das ist der Weg des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, über den der allmächtige Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, sagt, wa innaka la'ala khuluqin azim. Und wahrlich, du hast wahrlich die gewaltigen Charaktereigenschaften. Wenn wir uns damit schmücken. Und mit Charaktereigenschaften ist nicht nur gemeint, manche Muslime verstehen darunter, immer ruhig sein und lieb. Nein, mit gewaltigen Charaktereigenschaften ist gemeint, dass du nicht lügst, dass du ehrlich bist, dass du hilfsbereit und andere Eigenschaften. Dabei viele verstehen das etwas falsch. Ich denke, wenn jemand ganz ruhig ist, das ist dann gewaltiger Charakter. Nein, es gab Leute, die haben einen energischen Charakter gehabt, aber Alhamdulillah. Das ist das, die Aufgabe der Muslime oder die Rolle der Muslime für die Nichtmuslime. Dass wir sagen, dass die Nichtmuslime sagen, das ist verständlich. Wir wollen es mit Menschen zu tun haben, die, dass sie uns nicht wehtun, ja, und dann sind sie bei uns herzlich willkommen. Aber aus islamischer Sicht, was sollte die Rolle aus islamischer Sicht sein? Für Deutschland, und da kommen wir später drauf, aber die Rolle aus islamischer Sicht ist sehr eng verbunden mit unserem Ziel. Und was ist unser Ziel? Ist unser Ziel, ein schönes Haus bauen? Ich habe ein Haus hier gebaut, ein Haus in meinem Heimatland gebaut. Meine Tochter geht im Bordell arbeiten. Oh, nee, Entschuldigung, das wollte ich nicht erwähnen. Ja, aber bei vielen Leuten ist es so. Die Kinder sind weg vom Fenster. Der Sohn ist Drogendealer. Die Tochter ist mit irgendeinem Typen ausgebrannt, ja? Aber Hauptsache, wir haben in unserem Heimatland ein Häuschen gebaut. Schaffe, schaffe, häufiges Läusle, baue. Aber für die Religion nichts getan. Unser Ziel muss sein, ein Ziel, das gewaltigste Ziel. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala, wo er in einem heiligen Hadith sagt, إِنِّي عَدَدْتُ الْعِبَادِ صَالِحِينَ مَا لَعَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَأَ الْقَلْبِ بَشَرْ. Ich habe für meine rechtschaffenden Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Das Paradies. Udukhuluha bisalam. Trete in ihn einen Frieden. Welcher Frieden? Ewiger Frieden. Dhalika yawmul khulud. Dies ist der Tag der Ewigkeit. Was gibt es dort? Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Dort gibt es für sie, was sie wollen. Und bei uns gibt es noch mehr. Das heißt, egal was du dir wünschst, egal was du vom Diesseits anschleppst, im Jenseits wird es mehr geben. Im Jenseits wird es Dinge geben, die du dir nicht mal vorstellen kannst. Und der zweite Erfolg dabei ist direkt welcher? Dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kullu nafsin dha'ikatul maut. Jede Seele wird den Tod kosten. Wa innama tuwaffawna ujurukum yawm al-qiyama. Und dann werdet ihr eurem Lohn zugetan bekommen, am jüngsten Tag. Und was ist dann? Was ist der Erfolg? فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسَ. Und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht wird und in den Paradiesgarten hineingebracht wird, der hat gewonnen. وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْزٍ عَظِيمًا. Und wer Allah und dem Gesandten gehorcht hat, einen gewaltigen Gewinn erlangt. Und das ist der gewaltigste Gewinn. Aber wie bekommen wir den? Und was steht uns im Weg? Was steht uns im Weg? Auf diesem Weg zum Paradies. Auf diesem Weg zur ewigen Glückseligkeit. Wir stehen uns selber im Weg. Warum? Was wird praktiziert von der Religion? Seien wir doch mal ganz ehrlich. Wir freuen uns heute unheimlich. Moment, wir warten erst, bis die Tonwiederung in Ordnung ist.
Hat eben eine, haben die Schwestern nicht gehört oder wie? Schwestern hören immer dasselbe. Also liegt nicht an Schwestern, aber leider. Ich hab jetzt gedacht, weil das da oben frei ist, jetzt können die Schwestern hören. Normalerweise frage ich immer, bevor ich anfange mit dem Vortrag, frage ich, können die Schwestern hören? Ja, jetzt hören sie doch. Alhamdulillah. Nee, normalerweise frage ich das immer vorher, weil es ist leider so, auch für die Nicht-Muslime, die hier sind, für den Mann ist es halt Pflicht, am Freitag in der Moschee zu beten. Deswegen sind die Moscheen eher für die Männer eingerichtet. Für die Frau ist das Gebet zu Hause noch besser. Alhamdulillah. Die hat es leichter. Der Islam hat es der Frau so leicht gemacht, in dieser Beziehung auf jeden Fall. Ja. Auch in anderen Beziehungen. Ne? Der Mann muss zum Beispiel Bart tragen, die Frau muss keinen Bart tragen. Alhamdulillah. Ich meine, ich persönlich bin sehr glücklich, dass meine Frau keinen Bart trägt. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jedenfalls, jetzt müssen wir gucken, wer steht uns im Weg. Ich habe gesagt, wir stehen uns selber im Weg. Warum? Weil, wenn wir uns umschauen, ja, wir sagen heute, MashaAllah, viele Jugendliche hier, MashaAllah, die Moschee ist voll, Alhamdulillah. Aber ach, wie viele Leute sitzen draußen? Wie viele Leute wissen heute nicht Bescheid? Wie viele sind im Knast? Wie viele Mädchen liegen mit ihrem Freund im Bett, muslimische Mädchen? Wie viele Jungs brauchen wir gar nicht drüber zu reden, subhanallah. Ja, katastrophal, Achi. Katastrophe. Ja, Kriminalität, das ganze komplette Programm, Drogensucht und so weiter. Du brauchst nur mal nach Köln zu kommen. Ach nee, du kannst ruhig in Mannheim bleiben. Kennst du bestimmt auch hier, oder? Kann ich mir gut vorstellen. So, das heißt, wir stehen uns selber im Weg. Aber jetzt frage ich, zum Beispiel, was hat Allah uns vorgeschrieben? 5 Gebete am Tag. Was hindert einen daran, 5 Gebete am Tag zu beten? Fasten, Ramadan fasten. Was hindert einen daran zu fasten? Dann, dass man heiraten soll und keine Sina Unzucht begehen soll. Was hindert einen daran? Warum? Wochenende, okay, Disco, stimmt, Disco. Ja, okay. Wer hat dich gezwungen, in die Disco zu gehen? Dich zwingt vielleicht jemand nicht in die Disco zu gehen, der Türsteher, der sagt, hey, du kommst hier nicht rein oder so. Aber hat dich einer dazu gezwungen, in die Disco zu gehen? Nein. Also wo liegt das Problem? Wie kommt es, dass wir das machen? Hat Allah etwas Unmögliches von uns verlangt? Wallahi nicht. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah bürdet keiner Seele auf, außer was sie zu tragen vermag. Jetzt frage ich euch, vielleicht hat einer eine Idee. Ich frage euch wirklich, ich soll aber zwischendurch keine Frage stellen. Nur jetzt, wenn ich euch frage, vielleicht kann mir eine Antwort geben. Was ist das Problem? Warum sind in Deutschland so viele Muslime praktizieren die Religion nicht? Hat einer einen Grund? Kennt, hat einer eine Idee? Bitte, gib mir eine Antwort. Bitte. Passt sich die Gesellschaft an? Ja, warum? Warum? Shaitan, ja auch. Hat einer noch eine Idee? Also das, was du warst, war eigentlich das, was ich fast hören wollte. Ich wollte so etwas anderes hören. Bitte. Ha, sehr gut. Schön. Guck mal, eure beiden Antworten, die wollte ich ungefähr so haben. Er sagt, ja, die Gesellschaft, sie passen sich der Gesellschaft an. Und der Bruder hat gesagt, die wollen nicht in die Ecke gestellt werden. Das heißt, wenn sie Religion praktizieren, dann sind sie Außenseiter. Komischerweise, wisst ihr, was die Islam-Schlaumeier jetzt immer erzählen? Die erzählen ja, die Leute, die Muslim geworden sind, das waren vorher alles Außenseiter gewesen. Die kamen mit ihrem Leben nicht klar. Und da haben die den Islam angenommen. MashaAllah, sehe ich aus, als wenn ich vorher Außenseiter gewesen bin. Aber egal. Ey, brauchen wir heute nicht drüber zu reden. Ach ja, der ist Muslim geworden, damit er kein Außenseiter mehr ist. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Nee, aber diese Idee haben die immer, damit man sich nicht damit auseinandersetzen muss. Die hören in der Zeitung, im Jahr 2000 4000 Leute Muslime geworden. Im Jahr 2005 4000 Leute zum Islam konvertiert. Im Jahr 2006 14.300 Leute zum Islam konvertiert. Frankfurter Allgemeine, März 2007. Danach habt ihr von 14.000 nichts mehr gehört. Ja, die hören diese Zahlen, ja? Und dann kannst du es dir schön einfach machen, indem du einfach sagst, ja, die sind alle bekloppt. Die waren alles vorher Außenseiter, die kamen mit ihrem Leben nicht klar.
keine Pünktlichkeit, keine Ordnung im Leben. Ja, genau. Keine Pünktlichkeit, keine Ordnung im Leben. Deswegen betet er jetzt 5-mal am Tag. Morgens, mittags, nachmittags, abends, nachts. Zur bestimmten Zeit. Weil er konnte, vorher kam er mit der Ordnung nicht klar, jetzt muss er mit der Ordnung klarkommen. Aber wie gesagt, das ist nur dazu da, um es sich leicht zu machen. Dann braucht man sich nicht damit auseinanderzusetzen. Dann braucht man nicht nach rationalen Beweggründen zu suchen, indem man einfach sagt, ja, die haben alle eine Macke. Ja, die waren vorher Außenseiter gewesen, kamen mit ihrem Leben nicht klar, die sind dann zum Islam konvertiert. Ja. Jedenfalls nochmal zurückzukommen auf die Punkte, die zwei Brüder, Jazahuma Allahu Khairan, möge Allah die beiden benannt haben. Der eine hat von Gesellschaft geredet und der andere hat auch von Gesellschaft geredet. Ich denke, sehr viele Leute hier hätten etwas Ähnliches gesagt, oder?